Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Prey. So, mit dem Psychologen sind wir jetzt, glaube ich, durch. Mehr sollten wir jetzt hier eigentlich gar nicht mehr haben. Aber ganz cool, dass wir da die Nachricht entschlüsseln konnten. Diese versteckte Botschaft. Gut, und dann haben wir hier aber noch ein paar andere Sachen, mehrere Ziele. Wie gesagt, ich will erstmal hier... War hier noch was? Komm, den reparieren wir jetzt. Jo, bitte. Hoppla. Hoppla. Gut, damit ist er repariert. Wie das Ding hier Strom bekommt, habe ich keine Ahnung. Mikrowelle. Können wir denen irgendwie Strom zuführen? Nicht wirklich, ne? Man hat hier auch nichts zum Reparieren. Gut. Dann haben wir das geklärt, was hier drinnen zu klären war. Ein bisschen Stuff. Ein paar Blümchen nehmen wir uns auch wieder mit. Oh, sorry. So, hier waren wir dran, ne? Was war denn das hier? Bereichskarte. Ich lade sie nochmal runter, falls ich es noch nicht gemacht habe. Ja, ich glaube, das hatte ich aber schon mal. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Ich drücke dann immer auf Escape. Achso, ja. Ach, guck mal hier. Das habe ich übersehen. Das Tracking-Armband von Bellamy. Nehmen wir mal mit. Damit haben wir sie dann, glaube ich, auch gefunden. Das bist aber nicht du, ne? Nee. So, waren wir denn da oben fertig? Ja, ne? Hier war nichts mehr. Also da unten waren wir gerade im Traumazentrum gewesen. So, hier waren wir überall drinne. Da haben wir nichts mehr. Dann gehen wir nochmal zurück ins Büro und werden mal eben die Sachen recyceln, die wir so aufgesammelt haben, damit wir nicht gleich wieder Platzprobleme bekommen. Vielleicht kann ja der January auch irgendwas erzählen gerade. Hi, Morgan. Hi. Da ist er. Ich suche nach weiteren Neuromods, während sie unterwegs sind. Jo, mach mal. Über sie hatten wir gelesen gehabt, ne? Mir geht's viel besser. Beine sind okay, Sicht ist klar. Diese Spritzen haben geholfen. Sie hat das weiße Rauschen. Okay. So, guck mal, wir sind auch fast voll. Warum ist denn das so etwas dunkler? Es wird auch nicht übertragen. Hä, wo sind denn die anderen? Ich hatte doch noch mehr davon gefunden. Tracking-Armband. Es ist kein Schrott. Warum habe ich... Mist, ich habe die anderen, glaube ich, verwertet. Warum war die denn? Morgen. Ja? Morgen. So, ich will auf jeden Fall mir Shotgun-Money machen. Shotgun. Da haben wir. Einmal erstellen. Machen wir mal zwei, drei Stück. Und vielleicht auch ein bisschen Kuhschrei, falls wir es hinbekommen. Zwei reichen erstmal und Kuhstrahlzellen. Die sind super. 12 haben wir noch. Ich glaube, einmal können wir noch herstellen. Ach, können wir sogar noch öfter. Aber wir wollen auch nicht übertreiben. Wir behalten mal ein bisschen im Petto. So. Das haben wir uns ja schon angeschaut. In der Sicherheitsstation in der Lobby könnten sich Waffen befinden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. So, jetzt haben wir wieder 33 Schuss. Damit kommen wir doch ein bisschen weiter. Gut, dann klappern wir die anderen Dinger mal noch ab, ne? Bevor wir dann oben weitermachen mit der Hauptstory. Mehrere Ziele. Jetzt ist. Ich würde auch noch mal ganz gerne nach draußen. Mittlerweile haben wir ja jetzt eigentlich ganz gut Stuff dafür. Denn wir haben ja draußen noch dieses... Raumschiff, ne? Was wir mal durchsuchen wollten. Das Space Shuttle. Wo kommen wir denn hier raus? Ach.
Hä? Aber da war ich doch schon mal drin. Hier hatten wir doch mal ein Dings gefunden. Einen Charakterbogen. Fehler. Code eingeben. Warte mal. Na, hacken wir den noch einfach. X und zurück. Und Y. Waffen-Upgrade und Neuromod. Alter, wir haben so viele Neuromods gerade. Die müssen wir dann vielleicht in der nächsten Runde mal verteilen. Freigeben. Ach, das ist die Tür. Gut, 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 gut. So, wo haben wir denn hier einen Ausgang? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob ich hier irgendwie schon überall drinne war. Ich glaube aber schon, ne? Von hier sind wir, glaube ich, ganz am Anfang gekommen. Oder? War das hier? Hm. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, das kriegen wir nicht kaputt. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ich weiß, wir hatten einen Ausgang, wenn wir... Telefahrt? Was? Ach. Guck mal ihn an. Scan abgeschlossen. Chillt er da einfach? Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Komm, dann machen wir den noch platt. Lauf, 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 lauf. Komm schon. Jawohl. Und weg. Die Dinger sind echt heftig. Wenn die einen erwischen, die machen einen so schnell down. So, aber damit haben wir jetzt hier Ruhe. Telefahrt. Bist du runtergekommen oder liegst du jetzt da oben irgendwo? Nee, hier war er, oder? Möglicherweise war er das. Ich weiß es gerade nicht. Nicht drauf geachtet. Gut. Mehrere Ziele. Wir gehen einfach mal da durch. Mal schauen, wo wir dann landen. Da waren wir auch noch nicht drin, oder? Wie kommt man da rein? Ja, ja, kein Alien. Ich bin kein Alien. Bianca. Kommen wir hier? Waren wir da schon mal drinnen? Nee, da waren wir noch nicht drinnen. Jetzt können wir da aber rein. Sicherheitsbüro. Ach, hier ist das Sicherheitsbüro. Okay. Ach komm, wir lassen offen. Gut, wir haben 4 E-Mails. Guten Abend, Elias Black. Abendessen wird von 18 bis 20 Uhr in der Kantine serviert. Ist das die Waffenkammer? Hm, kommen wir nicht. Kommen wir nicht ran. Shotgun, okay. Kommen wir auch nicht ran. 4 Mails. Der Orbit. Unendliche Weiten. So, dann fangen wir hier mal an. E-Mails. Machen wir weg hier die Waffe, damit die nicht wieder stört. Gut, morgen Use Büro K-Pad. Morgen Use Büro K-Pad. Habe einen... Was? Quatsch, die schon wieder. Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ja, ja, warte, 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 warte. Morgen Use Büro K-Pad. Martin blablabla Sicherheitslobby. Habe eine sich wiederholende Anfrage zum Einrichten von morgens K-Pad festgelegt. Wir halten jeden Monat Anfragen zur Änderung des Codes. Es läuft immer nach dem gleichen Muster. Morgen fragt uns nach dem aktuellen Code und ob er angefordert oder von uns ausgewählt wurde. Dann bittet er um einen neuen. Das ist ungewöhnlich. Als er das letzte Mal gefragt hatte,
nannte ich ihn den Code und er schaute mich nur verständnislos an. Das war ein Code, den wir weniger als eine Woche zuvor festgelegt hatten. Vielleicht überprüft er ja, wie schnell wir antworten. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil wir halt unseren Code immer wieder vergessen haben. Und für uns lief der Tag ja immer wieder gleich ab. Hilfe. Okay. Hilfe, hier ist Nils. Wir stecken im Shuttle-Dock fest. Antworten Sie bitte. Schnell, Hilfe. Nochmal Hilfe. Hilfe, hier ist nochmal Nils. Das ist kein Scherz. Es geht um Leben und Tod. Helfen Sie uns, bitte. Schnell. Nochmal Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schnell, Elias. Irgendwer. Gut, die haben wir aber in den Shuttle-Docks. Die haben wir, glaube ich, befreit gehabt, ne? So, Besatzungsmitglieder. Außerhalb der Station. Frachtraum ist noch jemand. Frachtraum, Lobby, Lobby. In der Lobby im Frachtraum sind nur eine ganze Menge Leute. Wir sind ja auch in der Lobby. Lebenserhaltung. Oh Gott, wir haben hier... Kraftwerk. Im Kraftwerk fehlt uns einer. Leiter. Maschinenlabor. Hier haben wir recht... Fehlt auch noch einer. Es fehlt immer nur so einer, ne? Oh Gott, guck mal, hier fehlen noch eine ganze Menge. Datenzentrale. Traumazentrum. De Silva. Unbekannt. Der war nicht da oben. Bei dem waren wir gerade im Büro. Das ist der Seelenklempner. In Sicherheit. Der ist bestimmt bei unserem Bruder. Das ist der einzige, der uns noch fehlt hier. Im Traumazentrum. Arboretum. Haben wir alle. In Sicherheit. Gärtner. Und der Frachtraum an sich. Oh, im Frachtraum. Wir müssen auf jeden Fall noch in den Frachtraum. Die Brücke, da fehlt uns auch noch einer. Überwachung. Arboretum. Der ist im Arboretum, angeblich. Sicherheit, Frachtraum. Ich gucke das gerade mal eben durch. Einfach, um mir so einen groben Überblick zu verschaffen. Es sind aber auch noch eine ganze Menge, ne? In den Guts haben wir alle. Besatzungsquartiere. Gast World Cup. Bester Spieler. Mhm. Und dann fehlt hier noch ein Gast. Achso, Gastronomie, nicht Gast. Der Manager. Kraftwerk. Kraftwerk fehlen auch noch ein paar. Na gut, ein bisschen haben wir noch was vor uns. Die finden wir aber auch noch. Waffen sind leider alle weg. Die Evakuierung Bericht der Überlebenden Tag 2. Das nehmen wir uns mal mit. Und den Orbit packen wir auch mal eben ein. Der Orbit, ein markierter Auszug aus dem Deborah-Lied in den heiligen Texten der Beta Israel. Richter 5, Vers 26. Ihre Hand streckte sie aus nach dem Pflock und ihre rechte nach dem Arbeitshammer. Und sie schlug Sisera mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt. Sie zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. So, dann haben wir den Orbit auch einfach mal. Das war jetzt nicht wirklich viel. So, 4 E-Mails. Gut, wir fangen wieder von unten an. Fehlende Schlüsselkarte. Sara, Sie müssen mir helfen, eine verschwundene Schlüsselkarte wiederzufinden. Das sollte oberste Priorität für Sie haben. Sie ist mit EP101 gekennzeichnet. Sagen Sie Bescheid, sobald Sie fündig werden. Alex, unser Bruder. So, Ilyushin, die oben bei uns ist, mit dem weißen Rauschen. Bitte stellen Sie auch Mikaela Ilyushi unter Beobachtung. Momentan erledigt sie zwar ihre Arbeit, aber ihr Zustand stellt ein potenzielles Risiko dar. Wir brauchen vielleicht ein Druckmittel. Ach, hier. Begrenzen Sie Ihren Zugriff auf Arbeits- und Besatzungseinrichtungen. Lassen Sie sie bitte nicht in die Nähe der Labore und verfolgen Sie jegliche Kommunikation zwischen ihr und Dr. Kelligos außerhalb der Psychotronik. Die Krankenstation hat langsam den Verdacht, dass sie unter weißem Rauschen leidet. Vielleicht reicht also die Tatsache,
dass sie ihre Akte gefälscht hat. Normalerweise würde ich für eine Entfernung ihrer Neuromods plädieren. Ja, sie hatte aber keine, aber das ist in ihrem aktuellen Zustand nicht möglich. Halten Sie mich auf dem Laufenden, Alex. Okay, hier ist etwas auf der Station von Ma'am. Wer ist denn Ma'am? Hier ist etwas auf der Station Ma'am, was da? Von Elias Black. Sie wissen ja, dass ich wegen Schlaf und so zum Arzt gegangen bin. Ich habe Pillen gekriegt, aber ich sehe immer noch Dinge. Nach dem Spieleabend habe ich aufgeräumt und auf einmal hat sich ein Stuhl von selbst bewegt. Ich bin nicht verrückt. Nicht wie Sie wissen schon. Ich wende mich nun an Sie, weil ich nach dem Alarm etwas in dem Luftschacht über den Sicherheitsraum gehört habe. Könnte schwören, da oben was Schwarzes gesehen zu haben. Wir sollten der Sache nachgehen, weil ich langsam glaube, dass wir hier irgendwas auf der Station haben. Sicherheitsoffizier. Und brauchen Sicherheitsteam. Brauchen Sicherheitsteam von Alex Yu. Ich weiß, Sie haben momentan vermutlich alle Hände voll zu tun, aber wir brauchen ein Sicherheitsteam, um Dimitri Bowser festzuhalten. Er hat den Vorfall miterlebt und ist ziemlich fertig mit den Nerven. Wir wissen nicht sicher, wie stabil er im Moment ist. Machen Sie sich ein Bild von der Lage und behalten Sie ihn, falls nötig, auf unbestimmte Zeit in Gewahrsam. Und seien Sie diskret. Alex Yu an Sarah CC Marco Simmons. Whatever. Der Dimitri Bowser. Den halten Sie hier fest. Okay. Gut. So viel zu diesen Mails. Nicht viel Neues für uns. So, hacken. Dann hacken wir uns da mal rein. X. Ah, das kriegen wir hin, oder? Nochmal X und Y. Jawohl. Und was gibt's hier? Komm, ihr habt bestimmt Waffen. Schrotpatronenfabrikator, Ladung, Nullwellentransmitter und EMP-Ladung. Danke dafür. Die EMP-Ladung müssen wir wirklich ein bisschen öfter einsetzen. So, und der Warteraum. Komm, eine 1. Da hacken wir uns nochmal eben schnell rein. F. Sieht eher aus wie ein Verhörraum. Der kleine Pisser. Okay. Da ist er. Hier haben sie ihn also festgehalten. Naja, super. Notiz. Office Browser Aussage. Miss Elizar, ich weiß nicht, was ich gesehen habe, aber ich habe nur meine Arbeit gemacht. Jetzt habe ich Angst, dass ich keine Chance kriege, mit Ihnen persönlich zu reden. Also schreibe ich es auf. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Angst hatte, aber was da im Sim passiert ist, Punkt, Punkt, Punkt. Ich kriege es einfach nicht aus dem Kopf. Was auch immer dort los ist, ich will helfen. Nicht hier in diesem Raum sitzen. Ich habe langsam den Verdacht, dass auf der Station irgendwas faul ist. Was machen die zum Beispiel in der Psychotronik? Niemand, mit dem ich Kontakt habe, kommt da rein. Und ich wollte Ihnen Bescheid sagen, dass Yuri Kimura eine nicht nummerisierten Neuromod in ihrem Büro hat. Eine nicht nummerisierte Neuromod in ihrem Büro hat. Okay, haben wir die vielleicht schon gefunden? Das weiß ich jetzt nicht. Ah, er hat einfach nur einen Verdacht gehabt. Ja, die wussten schon, dass hier irgendwas am Laufen ist, alle. Aber selbst die Sicherheit wusste, also war nicht involviert, ne? Selbst die wussten nichts davon. Gut. Dann haben wir den Raum auch abgeklappert. So langsam kommen wir hier peu à peu überall rein. Finde ich ganz geil. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, alles mitzunehmen.
aber ein Großteil dann doch. Gut, dann gehen wir als nächstes da rein. Da haben wir noch mehrere Ziele in die Shuttle Docks, die gerade verschlossen sind, aber wir können sie entriegeln. Alles klar, ihr Lieben. Dann danke ich euch aber erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Prey. Bis dann. Bye, bye.